Willkommen zurück zu Torchlight 2. Wir haben hier diesen komischen, weiß was ich, was das für ein Vieh war. Also das ist so ein komisches Käfer. Ein Boss. Den haben wir besiegt. Das sind hier irgendwie Leichennamen, die zwar keine. Doch, die stehen. Die stehen auch, das sind Gegner. Wir haben den Boss besiegt hier, der nicht so unbedingt schwer war. Und müssen jetzt noch irgendwie was finden hier auf dem Schrottplatz, was für die Story-Quest ganz, ganz wichtig ist. Der Stern zeigt uns schon, wo das in etwa sein soll. Hier ist wahrscheinlich gleich auch eine Truhe. Genau. Damit doch. Das ist die Automaten-Energiequelle, die wir benötigen, um dieses Tor zum Uhrwerk zum Öffnen. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Und eine Boss-Truhe natürlich, die darf nicht fehlen, die auch gleichzeitig das Portal zur Stadt aktiviert. Und nicht wundern, im Hintergrund da lädt Adobe Creative Cloud noch irgendwie was. Die ganze Zeit. Kann sein, dass es vielleicht dann zu eventuellen kleinen Lag-Spikes kommen wird. Kann, tun, müsste. Kann passieren. Aber da ist nämlich ein Update rausgekommen, das wird gerade irgendwie, weiß nicht, es wird entweder runtergeladen, verarbeitet oder er synchronisiert ja wieder irgendwas. Irgendwas von den drei Sachen macht das Programm mal wieder. Ich guck mal kurz. Ja, gut. Okay, wir gehen zurück zur Stadt. Da ist der Sound auch wieder gekommen. Wir sind in der Stadt, tauchen auf einmal hier oben auf, warum auch immer, das ist wahrscheinlich geplant. Genau, und verkaufen. Ne, der kann nicht verkaufen. Okay. So, alles mal hier rein verkaufen. Und. Genau, wir wollen jetzt. Moment. Der spektrale Fährmann, warum wird das hier da angezeigt? Ach so, richtig, stimmt, da kommen wir ja noch später hin. So. Die Quest können wir noch gar nicht machen, jetzt blinkt hier aber was auf noch. Ach, das ist hier noch die andere Quest, okay. Den haben wir hier. Okay, den müssen wir wahrscheinlich, wenn wir das Gebiet hier fertig haben, nutzen. Weil wir mal wieder keinen richtigen Transporteur haben. Und hier ist die Story-Quest. Sehr gut. Diese Energiequelle wird perfekt in den Kessel des Automaten passen. Sonderbar. Nichts passiert. Oh nein, das hatte ich befürchtet. Die Energiequelle ist völlig erschöpft. Das wird wohl schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Oh nein. Wer hätte es gedacht, dass noch irgendetwas ganz Doofes passieren wird. Ich glaube, da haben wir sogar noch bessere Waffe. Nö. Dann haben wir, glaube ich, auch eine bessere Waffe. Ja, komm, nehmen wir das hier einfach mal. Das ist keine große Sache. Bei der Erforschung der Blutsteinwerke jenseits des Schlachtfelds der zerbrochenen Throne erfuhren wir von diesen Energiequellen. Dort fanden wir Maschinen, mit denen die Zwerge sie in alter Zeit herstellen. Wenn ihr es zu den Blutsteinwerken schafft, dürfte es ein Kinderspiel sein, sie aufzuladen. Um das Schlachtfeld zu erreichen, müsst ihr durch den Spaltschädelpass. Sobald ihr die Energiequelle geladen habt, kommt hierher zurück, damit wir sie in den Automaten einsetzen können. Ihr habt eine neue Quest. Ihr habt eine neue Quest. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt da oben jetzt lang, weil das nur allzu logisch klingt. Ja, da können wir lang. Gut, alles klar, dann gehen wir doch mal gleich lang. Gut. Ab zum Schlachtfeld. Oder erstmal diesen komischen Pass. Denn der liegt leider zwischen dem Schlachtfeld und uns momentan. Ich
nehme mal an, dass das eben eine Fähigkeit ist von uns oder von dem Begleiter, den wir hier haben. Und ich gehe mal kurz hier hin. Mal kurz, was ich hier noch so haben. Haste, haste, haste. Aha. Weil ich irgendwie, ja, weiß nicht, kommen diese Viecher überall und uns machen sie scheinbar so gefühlt kein Damage. Und explodieren auch nicht, wenn wir in der Nähe sind von denen. Und dann irgendwie nur dann, wenn die Gegner ausstehen. Gut, dann wollen wir mal hier so ein bisschen uns umgucken. Ah, das ist hier das Gebiet mit den Gargoyles. Die dann einfach mal so, mit den Statuen Gargoyles sind ja eigentlich Wasserspeier, die so aussehen wie Drachen. Und, können auch Statuen sein. Gab auch mal eine Serie, die hieß Gargoyles, die Gargoyles im Fernsehen, glaube ich, war das. Da müsste eigentlich im Fernsehen gewesen sein. Und hier in Torchlight 2 sind, da oben, da ist zum Beispiel einer, die sind random, also manche wachen zum Leben, manche eben nicht. Das habe ich noch voll in Erinnerung. An diesen Gebieten hier. Nebenbei natürlich die Stärke der Gegner nicht zu unterschätzen. Sollte ich erstmal hier ein paar Gegner von hinten. Nicht das, was ich jetzt vielleicht denke. Also die Gegner, die hinten angekommen sind. Die, weiß nicht, töten. Guck mal, was der hier runterkommt. Der Geil. Ja, der kommt runter, der Gargoyle. Ja, genau, die machen nämlich so eine Sprungattacke. Und die ist nicht gerade ungefährlich. Moment. So, da war ich gerade ein wenig unterbrochen worden. War ich unterbrochen worden, ja. Okay. Und dann gucken wir mal hier weiter. So, springt der hier auch runter? Der springt zum Beispiel nicht. Wie man sieht. Okay, und diese Statuen, die sind nur Deko. Hoffe ich mal, dass das nur sind. Und nicht neuerdings auch noch zum Leben erwachen. Okay, hier kann ich ja gar nicht lang. Achso, doch, durch die Tür. So, dann... Da ist noch einer. Ah, eine Fledermaus. Cool. So, da oben muss ich hin. Dann gehe ich, glaube ich, erstmal... Ah, ich gehe hier lang. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wieder ein bisschen viele Gegner hier. Ja. Nicht gut. Okay, doch gut. Dann nehmen wir noch ein Schrein mit, was auch immer der... Oh, das hätte ich nicht machen sollen, na gut. Was auch immer der bringt, wollte ich gerade sagen. Und der bringt das Spawn, das ist ja auch interessant. Was versucht der denn da, die Tür zu...
Ach, da ist gar keine Tür. Oh. Okay. Soll ich jetzt mal hier lang gucken? Erstmal hier lang gucken. Bestimmt höchst interessant, das war jetzt nicht so nett. Brotzum. Hallöchen. Der macht aber Oh Gott, der macht Schaden. Nicht schön. Will ich nicht. Mag ich nicht. Bist doof. Ja, genau. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Genau, mein Begleiter ist geflohen. Das tut er nicht, der kämpft einfach weiter. Ich glaube, das ist ein Feature. Auch wenn das ein bisschen komisch ist. Das heißt, ich könnte ihn theoretisch mit 0 Leben oder mit einem Leben, wenn er entfliehen ist, auch in die Stadt schicken. Oder wie? Wäre natürlich gar nicht schlecht. Geht ein bisschen im Wald. Ich würde aber gerne... was mache ich denn da? Ich würde gerne unten das Gebiet nochmal erkunden, bevor ich da wieder in den Waldbereich komme. Ich hoffe, ich komme davon hier noch hin. Achso, das ist mein... das ist mein Drache. Ah, hier haben wir das Wegpunktportal. Ah, komm mal her. Ich will nicht unbedingt noch mehr Gegner pullen. Ne, ihr nicht. Totengräber, das ist geil. Sieht doch voll hübsch aus. Ach doch, da komme ich lang. Das ist scheinbar hier so ein Rundweg. Wie es aussieht. Das ist doch gut. Okay, hier ist, oh, hier ist nichts außer ein Waldgargoyle. Und da kommt auch runter. Autsch. Sieht aus wie ein Pilz, aber es ist eine Lampe. Okay. Kommt der auch runter? Ja. Gut. Und da unten können wir auch nochmal lang luschern. Oh, Gargoyle. Nee, gar nicht. Da ist einer. Hä? Moment, den habe ich doch schon getötet, den Gegner. Wieso ist er wieder da?